Lang ist es her, dass wir uns über das Thema Godzilla unterhalten haben, beziehungsweise ich habe letztens erst noch, ich habe vor ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monaten nochmal ein Video hochgeladen über eine Theorie, ob vielleicht Space Godzilla der nächste Feind von Godzilla werden könnte. Aber wirklich neuen Stoff für Theorien oder auch Fakten haben wir nicht bekommen. Bis jetzt, denn es wurden erste Informationen über den Weitergang des Monsterverse gedroppt. Und darüber quatschen wir jetzt einfach mal. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nach Godzilla vs. Kong war es ja erstmal ruhig um das Monsterverse gewesen. Und das, obwohl der Film eigentlich relativ erfolgreich gewesen ist, was auch der Corona-Pandemie zuzuordnen ist. Ne? Weil der Film war, glaube ich, einer der ersten Filme, wenn nicht sogar der erste Film, der in manchen Kinos wieder erschienen ist. Das hat sowohl Legendary als auch Warner Brothers extrem in die Karten gespielt und somit ist Godzilla vs. Kong ein enormer Erfolg gewesen. Dass es also weitergeht, ist eher weniger verwunderlich, obwohl lange Gerüchte rumkursiert sind, auf die ich auch komplett aufgesprungen bin. Ja, irgendwie gibt's gerade Stress zwischen Legendary und Toho und deswegen sind die Rechte wieder bei Toho und das Monsterverse wird erstmal eingestampft. Das war kompletter Bullshit gewesen. Es geht weiter mit dem Monsterverse und jetzt haben wir eh schon die Bestätigung bekommen. Es wird eine Godzilla-Serie für Apple TV Plus geben, die aktuell noch den Titel Monarch trägt. Aber auch hier wird Godzilla eine enorme Präsenz haben. In einem weiteren Video, was ich dir hier oben mal verlinkt habe, kannst du gerne mal draufklicken, habe ich sogar mal die Kosten genannt, die nämlich enorm sind, die für CGI-Effekte verwendet werden. Was ganz stark andeutet, dass wir neben Godzilla auch weitere Kaijus zu Gesicht bekommen. Nur noch mal ganz kurz zur Erinnerung, die Serie Monarch wird zwischen Godzilla 2014 kam er glaube ich raus und Godzilla King of the Monsters spielen. Also hier wird ja das Monsterverse nicht zwingend fortgesetzt. Allerdings haben wir jetzt eine Bestätigung, dass es 2024 mit dem Monsterverse weitergehen soll. Also quasi ein Sequel zu Godzilla vs. Kong. Und ja, es wurde bestätigt, es wird ein Sequel zu Godzilla vs. Kong geben. Das heißt aber nicht, das verstehen nämlich ganz viele falsch, dass Godzilla vs. Kong 2 kommen wird. Das ist nicht der Fall. Ein Sequel bedeutet in diesem Fall nur, dass die Geschichte nach Godzilla vs. Kong spielen wird und das Monsterverse eben weiter antreibt. Legendary hat außerdem veröffentlicht, ja, wir machen es jetzt so ein bisschen wie Marvel und bauen jetzt ein ganz großes Monsterverse auf mit verschiedenen Einzelfilmen, die eventuell noch kommen. Bin ich jetzt kein so großer Fan von. Mal abwarten, wie stark sie das machen. Bei Marvel nervt es mich nämlich inzwischen, dass du inzwischen Animationsserien, Comics und keine Ahnung was alles gucken musst, um überhaupt den nächsten Film zu verstehen. Da das Monsterverse aber noch in den Kinderschuhen steckt, denke ich mal, das wird nicht ganz so extrem werden, zumindest zu Beginn. Da ich selbst ein Teil der Gruppe Godzilla Deutschland auf Facebook bin, habe ich hier auch ein paar Einblicke zu bestimmten Fakten bzw. Theorien bzw. zu bestimmten Aussagen, die Leute treffen. Und ich habe mir jemanden rausgesucht, der eigentlich mit allem, was er prophezeit, jedes Mal recht hatte. Hierbei handelt es sich um den Autor von Königreich der Monster. Es ist ein Buch, in dem er alle Monsterverse oder bzw. alle Godzilla Filme und auch noch darüber hinaus eigentlich alle möglichen Kaiju-Fakten zusammengetragen hat und eben in einem Buch veröffentlicht wird. Das Buch soll noch dieses Jahr in den Handel kommen. Wann genau hat er mir noch nicht verraten können. Wenn ich es weiß, werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Auf jeden Fall wurde mir hier ein genaues Datum mitgeteilt, was wohl angepeilt wird. Und zwar der 15. März 2024. Das soll das Datum sein, an dem das Sequel zu Godzilla vs. Kong in den deutschen Kinos startet. Wahrscheinlich geht das Datum eher vom US-amerikanischen Kinostart aus. Wir bekommen den Film ja meistens einen Tag früher, dann wäre es bei uns logischerweise der 14. März 2024. Das ist der aktuelle Stand, den wir über das Sequel haben zu Godzilla vs. Kong. Was wissen wir aber über die Apple TV Plus Serie? Ich habe hier mal ein paar Bilder von den Sets von euch zu den aktuellen Drehbeginn und hier sind folgende Informationen. Die Serie wird direkt nach den Geschehnissen in San Francisco aus dem Jahr 2014 beginnen. Dieser Tag wird nun in der Serie als G-Day, der wahrscheinlich Godzilla Day, also der Tag von Godzilla, bezeichnet. Einige der Figuren aus der Serie sollen außerdem mit starken Traumata zu kämpfen haben, was ich immer sehr interessant finde, was mir auch bei vielen Filmen einfach fehlt. Gerade eben auch, jetzt muss ich wieder auf Marvel rumhacken, das will ich aber gar nicht. Aber auch hier fehlen immer mal so die Reflexionen der einzelnen Menschen. Weil was macht das denn mit dir, wenn du eine derartige Zerstörung mitbekommst? Man muss sich immerhin im Klaren sein, dass Godzilla sehr wahrscheinlich mehr Menschen gekillt hat als Superman in seinem Kampf gegen General Zod. Und das wird in den späteren Filmen nur so semi aufgegriffen. In der Serie jedoch soll es eine Figur namens Kate geben, die ganz stark damit zu kämpfen hat, dass sie schon fast posttraumatische Depressionen hat, immer wieder Flashbacks bekommt zu den
Ereignissen und wirklich damit zu kämpfen hat, was damals passiert ist. Kate wird als circa 30 Jahre alt beschrieben und ist eigentlich Schullehrerin gewesen, die sich aber jetzt auf den Weg macht, ihre Familie wieder zu besuchen. Und als sie ihre Familie wieder trifft, stößt sie auf ein weiteres Geheimnis. Die Serie soll also allen Anschein nach den Fokus auf diese Familie legen. Also es soll wohl darum gehen, was macht diese Familie im Hintergrund oder welches Geheimnis haben sie zu verbergen. Jetzt kann man eins und eins zusammenzählen. Die Serie heißt Monarch, was macht die Familie wohl? Ich gehe stark davon aus, dass wir in der Serie sehr viel mehr über die Geheimnisse hinter Monarch erfahren werden. Eventuell gibt es diese Organisation auch schon wesentlich länger, als wir das überhaupt wissen. Eventuell baut die Serie sogar etwas auf, was wir später im Sequel zu Godzilla vs. Kong wissen müssen, um das Ganze zu verstehen. Jetzt kommen wir wieder ins Monsterverse-Gebilde. Du musst wieder eine Serie gesehen haben, um den nächsten Film zu verstehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Monarch eine sehr große Rolle im Sequel spielen wird und dass wir deswegen diese Serie bekommen, die eben zwischen den ersten beiden Filmen spielt, um uns zu zeigen, ja, das hat irgendwie einen Sinn. Also es gibt irgendwie ein rundes Bild, wenn man eben die Serie gesehen hat. In den nächsten Tagen, zum Zeitpunkt, wo ich das Video hier aufnehme, werden noch weitere Infos gedroppt und die werde ich euch alle mitteilen, sobald die eben dann draußen sind. Das heißt, ihr könnt euch schon auf zukünftige Godzilla-Videos freuen, die werden jetzt vermehrt kommen. Jurassic Park und Jurassic World sollte dabei aber auch nicht zu kurz kommen. Deswegen auch an alle, die hier nur sind wegen Jurassic Park und Jurassic World, das Ganze wird ebenfalls noch fortgeführt werden. Denn auch hier habe ich mir schon eine ganze Liste an Themen bereitgelegt, die wir noch besprechen können. Was hältst du erstmal vom Thema Godzilla generell? Wenn du auf dem Kanal bist wegen dem Jurassic Park Content, wirst du vielleicht sagen, ey, ist gar nicht so mein Fall. Wenn du allerdings auch in der Materie der Godzilla mit drin bist, was hältst du davon, dass die Serie sich scheinbar wirklich zentral um die Geheimnisse von Monarch drehen soll? Bist du heiß auf das Sequel zu Godzilla vs. Kong? Könnten wir vielleicht einen Son of Kong Film bekommen, also einen Film, der sich wieder nur um Kong dreht? Deine Meinung würde mich sehr interessieren, also ab damit in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.